Hey Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts 2. Ja, wir sind hier im letzten Part in das Herrenhaus von Twilight Town angedrungen und haben auch sogar einiges an Schätzen hier eingesammelt, so dass wir jetzt die gesamte Schatzliste von Twilight Town vollständig haben. Ja, unter anderem haben wir ja hier ein ganz besonderes Item mit in unserem Besitz, und zwar die Ultima-Formel, die sich ja später noch als sehr, sehr nützlich erweisen wird, sobald wir sie bei den Mokris abgegeben haben. So, und jetzt ist natürlich auch an der Zeit, dass wir endlich mal in das andere Twilight Town gehen, und dafür müssen wir ja diesen Strahl berühren. Also berühren wir ihn mal. Sind wir wieder da, wo wir waren? Das ist das andere Twilight Town. Roxas Twilight Town. Irgendwo muss ein Eingang ins Reich der Dunkelheit sein. Teilen wir uns auf. Tja, das wird wohl, glaube ich, nicht allzu nötig sein, dass wir uns hier aufteilen. Und zwar mit folgendem Grund: Wir können sowieso nicht überall hin, vor allem hier nicht lang. Ich muss der Wahrheit auf den Grund gehen. Tja, ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, in diesem Twilight Town können wir uns leider nicht hier frei herumbewegen. Also einige Gebiete sind nicht mehr zugänglich, wie zum Beispiel hier das Erd- und das Obergeschoss vom Herrenhaus. Und natürlich können wir auch von dort aus nicht nach draußen in die Oberwelt. Und schon gar nicht hier so. Also hier können wir nur speichern, aber nicht auf die Weltkarte zurück. Das geht ja nur, wenn wir jetzt wieder den Strahl berühren und zum Glück zurück ins andere Twilight Town gehen. Also hier lang. Ja, ja. Können wir ja jederzeit hier wieder zurück, und das sogar sehr schnell. Ja, und dann hier noch natürlich der kaputte Computer, den ja Roxas hier zerdeppert hat. Er ist komplett zerstört und kann nicht mehr repariert werden. Ne. Dann müssen da wohl Ersatzteile her, wie es aussieht. Es sieht vielleicht gleich aus, aber es ist anders als dort, wo wir eben noch waren. Der Feind kann jeden Moment angreifen, also seid auf der Hut. Ja, Majestät, wir werden dran denken. Ganz genau. So, okay. Wir müssen ja erstmal hier lang, zum Kellerraum. Es ist soweit. Ganz genau. Ja, dieses Portal, das kennen wir ja noch. Das ist ja erschienen, nachdem Roxas gegen Axel gewonnen hat. Hier in diesem Raum. So, hier geht's auch nicht weiter. Irgendwas lässt uns nicht gehen. Ja, ist klar. Ja, und jetzt ist es allerdings endlich zugänglich. Also wir können durchgehen, weil die Kraft der Dunkelheit auf einmal jetzt nicht mehr so stark ist wie vorher. So, wollen wir mal gucken, wie sieht der Status eigentlich aus? Eigentlich alles so wie immer. Warte mal, habe ich jetzt überhaupt die richtigen Waffen hier ausgerüstet? Ja, ich habe das drauf, was ich wollte. Na gut, dann gehen wir mal rein. Wo sind wir hier? Riku, Kairi! Tja, er ruft nach Riku und Kairi, und erscheinen tun tatsächlich nur niemanden. Tja, das ist wohl unser Begrüßungskomitee. Und nicht nur das, wir kommen jetzt hier auf einmal nicht mehr weg. Das Portal hinter uns hat sich geschlossen. Vor uns gibt's keinen Weg weiter. Na gut. Dann eben halt so ein bisschen, um uns abzuregen, machen wir diese Viecher erstmal platt. So, der ist weg. Nicht innehalten, sonst übermannt euch die Dunkelheit.
Los jetzt! Warum? Frag nicht! Lauf lieber! Alles in Ordnung? Ich habe Kairi entführt, aber sie ist mir entwischt und danach hat Saix sie sich geschnappt. Er gehört der Organisation 13 an. Saix! Kannst du dir das merken? Dann geh und rette sie! Lasst uns in Ruhe! So, die Gefährten wurden ausgetauscht. Aus der Gruppe Donald und Goofy. Ja, das heißt also, wir müssen mal wieder alleine kämpfen. Naja, mehr oder weniger. Denn wir haben Axel an unserer Seite. Oder ist er ja schon. Kämpfe an der Seite von Axel und besiege alle Niemande. So, dann packen wir erstmal hier alle mal so an einen Ort. Was ist los, Axel? Machst du schon schlapp? Das kann doch nicht wahr sein. Boah, verdammt. Komm raus da. So, der ist weg. So, jetzt kommt der nächste hier. Okay, die nächsten bitte. Boah, verdammt. Und dann jetzt erstmal der hier noch schnell. So, wo war jetzt noch so ein großer? Da ist er. Aua, Mann, das war gemein. Komm schon endlich raus aus dem Boden da. Ich will dich umbringen. Okay, ich glaube, nachdem ich das gesagt habe, wird das erst richtig tun. Na, vielleicht aber auch doch. Schon und stirb! So, wo ist der nächste? Da ist er. So, komm schon. Ey, Mann. Glaubt mir, Axel, gleich den Feind. So, jetzt ist das der letzte hoffentlich. So, Axel, jetzt mach hier nicht schlapp, Mann. Geht doch. Ey, komm mal schön her. Sprengmeister! Als sie noch auf meiner Seite waren. Und, bereust du es etwa bereits? Unsinn, ich komme mit denen schon klar. Ha, wirst schon sehen. Wahnsinn! Du löst dich auf. Das passiert, wenn man seine ganze Existenz in einen Angriff legt. Kannst du mir folgen? Nicht, dass niemande überhaupt existieren würden. Was? Aber ich schweife ab. Geh, such Kairi. Ah, und was ich ihr angetan habe, es tut mir echt leid. Wenn wir sie finden... Kannst du ihr das selber sagen? Lieber nicht. Das käme nicht von Herzen, verstehst du? Denn ich hab ja keins. Axel, was hattest du eigentlich vor? Ich wollte Roxas wiedersehen. Er war der Einzige, den ich mochte. Er gab mir das Gefühl, ein Herz zu haben. Irgendwie schon seltsam. Bei dir ist es genauso. Kairi ist im Schlosskerker. Geh jetzt. Axel. Tja. Ruhe in Frieden, Axel.
und vielen, vielen Dank für das neue Schlüsselschwert. Wir bekommen Flammenfesseln, besitzt sehr hohe Magiekraft und erhöht den Schaden, der durch feuerbasierte Attacken verursacht wird. Ja, sehr nützlich, das Teil. Gut, jetzt kommen wir also endlich weiter. Hier lang also. Los, verlier dir keine Zeit! Ja, wir können jetzt nicht mehr zurück. Was rede ich denn da? Natürlich können wir zurück, aber wir sollten es nicht einfach mal so tun. Wir müssen immer weiter voranschreiten. Die Welt, die niemals war. Axel sagte, Kairi wäre im Schlosskerker. Dann müssen wir einen Weg in dieses Schloss finden. Tja. Leichter gesagt als getan. So, Donald und Goofy kommen wir erstmal wieder in die Gruppe. Und ich werde mal eigentlich ja mal so spaßeshalber mal für kurze Zeit das neue Schlüsselschwert ausrüsten. Flammenfesseln. Sieht eigentlich jedenfalls ziemlich geil aus, auch wenn mir die Ability an sich eigentlich nicht besonders gefällt, weil sie, ja, mir einfach nichts bringt. Weil ich benutze einfach nicht so viel Feuerattacken. So, erstmal hier ein bisschen speichern. So, und dann reden wir nochmal mit den Leuten. Hier ist es vielleicht dunkel. Hier leben also die Niemande, oder? Kommt, lasst uns versuchen, einen Weg zu dem Schloss zu finden, in dem Kairi gefangen gehalten wird. Ja, das machen wir ja noch, aber es ist ja, wie ich schon vorher sagte, es ist leichter gesagt als getan. Denn wenn ich mir das nämlich so ansehe, scheint das Schloss ja immer irgendwo mitten in der Luft zu schweben. Also es wird nicht einfach dahin zu kommen. Der König ist wieder vorausgegangen. Kann er denn nie auf uns warten? Nicht, dass ich nervös wäre, aber es beruhigt mich, dass wir jederzeit nach Twilight Town zurück können. Ja, das ist zum Glück wahr. Ja, entweder ja hier durch den Speicherpunkt und über die Weltkarte oder wir gehen einfach mal den etwas längeren Weg durch dieses Portal hier durch. Ja, und wie Adol schon sagte, warum kann der König nie auf uns warten? Oder besser gesagt, wieso kann uns der König nicht immer unterstützen? Zum Beispiel, als wir ja da in dieser Zwischenwelt gefangen waren, hätte er ruhig ja mit uns an der Seite kämpfen können, aber nö, der musste ja einfach irgendwo abhauen, die faule Sau. Keine Ahnung, wo der da inzwischen war. Aber egal, gehen wir erstmal ein Stück weiter, wir müssen uns ja erstmal ein bisschen in der Stadt umsehen. Ich will ja schließlich erstmal Schätze sammeln. So, Übergang der Fragmente. Erstmal wollte ich ja natürlich auch hier mal mein neues Schlüsselschwert ausprobieren. Ja, auf jeden Fall ziemlich geiler Klang, muss ich schon mal sagen. Ja, klingt auf jeden Fall schon ziemlich interessant. Komm schon, noch einer hier. So, und zack. Oh Mann, das nimmt ja mit denen kein Ende. Am besten wir hauen erstmal hier ab. Ich will erstmal noch die Schätze einsammeln. So, warten wir mal kurz hier. Dann nehmen wir erstmal das hier. Und dann davor erstmal... Warte mal. Hier. Das haben wir noch dabei. Und dann... So, warte mal. Genau, da hinten. Und hier vorne war ja auch noch was. Ein Schatz. So, gut. Und jetzt, wo ich erstmal hier kurze Kampfpause habe, will ich erstmal wieder eine andere Waffe anlegen. Oder? Ja, wäre eigentlich in dem Sinne gar nicht verkehrt, wenn ich eine etwas stärkere Waffe benutzen würde. Ja, ich leg mal wieder Sterntreue an, weil ich mag das Schwert hier eben halt, wie ich schon mal öfter erwähnt habe. So, machen wir erstmal das hier noch auf. Und da kommen auch schon die nächsten hier. Ey, Mann, da schlägt er mich einfach und ich konnte die Kombo nicht mehr beenden. So ein Scheiß aber auch.
Alles klar, na gut. Vergessen wir jetzt erstmal die Herzlosen alle. Ich will erstmal weitergehen. Und zwar hier rein. Damit wir endlich mal die Cutscene sehen können, die jetzt gleich hier kommt. Ich habe einmal einen Rico besiegt. Was hast du? Sag's mir. Sag mir, warum du auserkoren wurdest. Verstehe. Deshalb. Du gibst ein gutes Pendant ab. Du gibst ein gutes Pendant ab. Was tun? Was tun? Was ist gerade passiert? Also keine Ahnung, du bist einfach verschwunden. Und dann mussten Donald und ich gegen einige Niemande kämpfen. Oh, er sagte, er hätte Rico besiegt. Wer hat das gesagt? Der Typ, in der schwarzen Kutte. Glaubst du, jemand könnte Rico besiegen? Ja, da hast du recht. Eine schwarze Kutte, also jemand von der Organisation. Er wollte dich sicher nur reinlegen. Wir haben keinen in einer schwarzen Kutte gesehen. Nicht? Du bist bloß erschöpft, Sora. Kommt, na los, wir müssen den Eingang zu diesem Schloss finden. Aber was genau ist da jetzt gerade passiert? So, wir bekommen geheimer Anzeigenbericht Nummer 8. Ja, ist verfasst worden. Können wir ja alles lesen nachher. Tja, das war natürlich eine sehr, sehr merkwürdige Begegnung. Sora ist Roxas begegnet und sie haben am Ort des Erwachens gegeneinander gekämpft. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Also hier die Beziehungen. Nee, falsch. Charakterliste wollte ich mal schauen. Da ist er, Roxas, die Nummer 13 der Organisation 13, Schlüsselschwertträger und Bewohner der Dunkelheit. Er verschwand mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck, nachdem er gegen Zora gekämpft hatte. Jedoch ist Zora der Einzige, der ihn gesehen hat. Ja, und wo hast du denn eigentlich dann das Bild von ihm her? Tja, gute Frage.
wenn Zora bloß der Einzige war, der ihn gesehen hat. Ja, aber es war schon ein bisschen merkwürdig, vor allem jetzt sogar die Schlüsselschwerter, die er bei sich hatte, eines davon zumindest, war dasselbe, das sogar Zora hier in der Hand hält, das Schlüsselschwert Sterntreue. Auch eigentlich etwas, was es nicht zweimal geben sollte, genauso wie der Beutel und auch der Kristall, den wir bei uns haben. Denn der Anhänger an diesem Schwert ist schließlich einzigartig. Aber, naja gut, genug darüber nachgedacht. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle würde ich mal den Part jetzt hier mal beenden und im nächsten dann werden wir weiter Richtung Schloss gehen, um einen Weg dort hineinzufinden. Ich bedanke mich dann mal wieder hier fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Kingdom Hearts 2. Bis dann, Freunde, und ciao!